Der Verein Aarauer Verbindungen organisiert zweimal pro Jahr einen interessanten Anlass für Couleuriker und Verbindungsinteressierte. Die Anlasserie «Aarau ist unser Bier» stammt ursprünglich vom KTV, ist aber mittlerweile vom Verein Aarauer Verbindungen übernommen worden. Heute vor einer Woche ist ein lehrreicher Anlass zu der Aargauer Kantonalpolitik durchgeführt worden. Das Grossratsgebäude kennen die meisten Industrien vor allem vom Verbindungstag. Den Politbetrieb kennen hingegen nur die wenigsten. Es hat Zeiten gegeben, wo alle Mitglieder vom Regierungsrat und dem Grossrat Couleuriker waren. Tempi Passati, aber mit dem Lukas Pfisterer Vulgo Zeus als Präsident vom Grossrat und dem Landam Jean-Pierre Galati Vulgo Zucker, beides Zofinger, ist das Präsidium vom Grossrat und dem Regierungsrat dieses Jahr in Verbindungshand. Darum hat der Verein Aarauer Verbindungen unter dem Generaldirektor Prasenjit Chowdhury Vulgo Satan einen der halbjährlichen «Aarau ist unser Bier» Anlässe mit dem Zeus und dem Zucker organisiert. Herr Grossratspräsident, Herr Landammen, geschätzte Damen und Herren, liebe Wahlvertretende. Es ist mir außerordentliche Freude, Sie zu dem doch außerordentlichen Anlass von Aarau ist unser Bier begrüßen dürfen. Und eine ganz grosse Ehre, dass du, Lukas Pfister, Vulgo Zeus als Grossratspräsident und du, Jean-Pierre Galati, Vulgo Zucker als Landammen, zur Verfügung gestellt und bereit erklärt, einen Anlass mit uns zu machen. Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen ausrufen und zu uns um das Wort geben und dann auch noch im Zug. So ist es wieder. Zuerst zwei Vorbemerkungen. Erstens. Bevor wir aber hier am Grossratssitzung anfangen, ist selten so eine gespannte Ruhe und vor allem sitzen wir keine Viertelstunde früher hier innen, bevor wir anfangen. Zweite Vorbemerkung. Auf dem Tisch hat es Seitenwidriges, was ich im Grossrat nie dürfte tolerieren, Flaschen und sogar keine Bierflaschen. Aber heute eine fertige Ausnahmebewilligung. Nach dem Zeus sind wir auch vom Zucker begrüßt worden. Herr Generaldirektor, lieber Satan. Dann hat der Satan für eine Führung durch die Gross- und Regierungsratsgebäude übernommen. Wir sind hier jetzt im sogenannten Otto Kählin-Saal. Und das ist auch Kommissionszimmer der SP-Fraktion. 1803, also 19. Februar, ist ja der Kanton Aargau gegründet worden. Und in der ersten Phase hat damals die Stadtregierung von Aarau ihre Gebäude und Infrastruktur der Kantonsregierung, der neuen Kantonsregierung, zur Verfügung gestellt. Und da wären wir im Saal 45, oder im Kommissionszimmer 45. Ihr seht auch von der Architektur, von der Decke, von der Stuckatur, da haben wir schon eine ganz andere Veranlage als in anderen Gebäuden. Und wenn ich sage, das war früher ein Herrensitz, also der Hinterteil. Später war das eben ein Gasthof. Und 1807 hat dann die Regierung, die junge Regierung, hat dann das Grundstück von dem Gasthof zum Löwen, zum Neuen. Hat das übernommen. Weiter ist es gegangen im Gebäude vom Regierungsrat. Hier im Sitzungszimmer vom Regierungsrat. Eigene Haut, relativ schlicht gehalten, weniger pompös. Wahrscheinlich wird da wirklich noch geschaffen. Genau so ist es. Der Landamme Zucker hat uns mehr zu der Arbeitsweise vom Regierungsrat erzählt. Ich darf Ihnen die Frage beantworten, wie der Regierungsrat funktioniert, welches die wichtigsten Amtsgeschäfte sind vom DGS und was als nächstes Ansprüche. Wie funktioniert der Regierungsrat? Das ist die oberste leitende und vollziehende Behörde im Kanton, wie der Gemeinderat, wie der Gemeinderat. Neue Mitglieder werden in Ortsrat waren gewählt auf 4 Jahre. Das ist aber noch in der Antwort auf die Frage. Wir arbeiten nach dem sogenannten Kollegialprinzip, also das Gegenteil vom Bundesrat.
Der Bundesrat hat beispielsweise so die Frage, ob wir Waffen exportieren und welche Waffen in die Ukraine, mindestens 7 Meinungen nach außen. Er schliesst hin und wieder zwar eine Meinung, aber nach außen vertreten fast alle 7 oder sogar alle 7 eine andere Meinung. Und wir geben uns Mühe, das anders zu handhaben, also so wie man sagt, oder zu schliessen und nachher vertreten nach außen die Meinung, die das Kollegium beschlossen hat. Im Grossratsgebäude haben wir uns noch dürfen vergewissern, dass die elektronischen Abstimmungen funktionieren. Die Sitzungen vom Grossen Rat werden übrigens jeden Dienstag live im Internet übertragen. Transparenter kann die kantonale Politik nicht sein. Grün ist der Felsschlüssel, rot ist der Stadtwächter. Ja, das sind wir selber. Dann kann man uns darüber abstimmen. Gleich die Uhr ab. Der nächste Anlass aus der Reihe «Aarau ist unser Bier» findet voraussichtlich im Mai statt. Infos dazu gibt es rechtzeitig unter vereinaargauerverbindungen.ch oder natürlich im Anlasskalender auf industria.ch.